Tut mir leid, aber ich wusste nicht, dass es in dem Doktrin drin ist, aber gute Nacht. Ach du Scheiße. Hey Leute, hier ist Saldemar mit Gates of Hell. Ich spiele hier ein 1 gegen 1 gegen den lieben Zombie TV. Link in der Videobeschreibung, er hatte mich herausgefordert mit Video und das war ganz lustig gemacht. Und dann dachte ich, machen wir mal eins von drei Schlachten, hier ist schon mal eine. Deutschland gegen die Sowjetunion, Zeitalter früh. Und das ist quasi das erste Match, wir sind beide nicht aufgewärmt, aber es hat doch ein bisschen Spaß gemacht. Also, hier geht's los, Gates of Hell 1 gegen 1 gegen Zombie TV. Erste Runde, haut rein, viel Spaß. So, du Eisprinzessin, los geht's. Du hast den Falschen herausgefordert. Ich werde dich vernichten. Ich glaube, du bist die Eisprinzessin, oder? Ich bin die Wunderschönste. Drück bitte ready. Ja, sehr gerne. Damit wir uns auch töten können. Jetzt zeigen wir mal, wer wohl der Lappen hängt. Genau. Ach, ich glaube, die Karte. Doch, das ist die Karte. Ja, die Karte ist total egal. Weiß nicht, wenn du andere willst, danach können wir das gerne machen, ne? Ja, das sag ich dir, wenn es soweit ist. Jo. Und wie es so läuft. Wo könnte man hier nochmal die Sheets eingeben? Mhm. Alt F4, dann geht die Konsole auf. Alt F4, genau. So, es geht los. Bist du aufgeregt? Nein. Nein? Das wirst du aber noch sein. Keine Sorge. Weißt du, wie man mich nennt? Der Beste. Ich glaube, Königslappen war, glaube ich, zuletzt. Wie bitte? Hä? Königslappen? Wer hat das denn jetzt gesagt? Ja. Ich darf da wohl bitten. Warte, ich muss das Spiel mal lauter machen. Lauft. So. Wir wollen ja ein bisschen Krieg hören hier. Ja, toll, das fängt ja gut an. So. Warum schreie ich meine Soldaten nicht an? Was meinst du mit anschreien? Ah, doch, okay. Schon gut. Das hat sich gerade so angehört, so, die sagen gar nicht so. Irgendwie sagen sie immer jedes Mal irgendwie einen Spruch, aber alle voll stumm. Ich glaube, sie sind angespannt. Ja. So, jetzt brauche ich mal schnell meinen MG-Schützen. Auf. Wo bist du denn, du kleiner, süßer MG-Schütze? Du bist doch bestimmt der langsamste. Ja. Da ist er doch. So. Befehle? Befehle? Was sollen wir tun? Das ist der MG-Schützen-Buddy. Oh, der kommt mit dem Moped. Richtig nett. Er hat einen Unfall gebaut. Los, volle Deckung! Geht's los? Schnell eingraben. Panzer 38 wäre eine schöne Idee, aber... Jetzt bräuchte ich mal gerade ein bisschen... Okay, er ist auf die Kirche gegangen. Ist natürlich, da brauchen wir ein paar Landschützen vielleicht. Oder wir stürmen das direkt. Oder ich warte auf einen... Panzer 3E. Warten ist eigentlich eine dumme Idee. Wir holen uns einen Mörser. Und ich hole ein bisschen Landschützen. Ist irgendwas da stehen geblieben? Hab ich nicht gerade noch. Da sind meine Gewehrschützen. Dann werden wir jetzt da oben die Anhöhe einnehmen. Das wäre sehr wichtig. Und das nimmt er auch ein. Das werden wir erstmal stehen lassen, C. Okay, er hat eine Pack geholt. Auch schon der erste Panzer. Ist natürlich sehr schlecht. Was sollen wir tun?
Ist natürlich nicht so gut für uns. Jetzt brauche ich doch eine Panzerabwehr. Eine Panzerbüchse vielleicht. Aber dann habe ich noch weniger Punkte. Jetzt habe ich natürlich nur Infanteriebekämpfung hier. Jawohl. Die haben auch ein MG dabei. Das ist ja geil. So, machen wir eine schöne Kesselschlacht hier raus. Kesselschlacht? Ja. Pass auf, wer gleich im Kessel sitzt. Du Zuckerbäcker. Okay, so viel dazu. Er hat auf jeden Fall da hinten eine Pack, da müssen wir aufpassen. Okay. Panzerjäger holen wir uns. Ist schwer mit umzugehen, aber ich schaffe das schon. Vielleicht. So rein in den Zirkel. Hier sowieso nichts machen. Da kommt der nächste Panzer. Aha. Interessant. Also ist nur am Rushen. Gut, merken wir uns mal. Rums. Rums. Und er brennt. Wieder zurück. Der ist auch hinüber. Ich hole mal einen Medic ran. Und wir holen mal was zum Stürmen. Ich glaub, ich hab's erwischt. Einen schönen Flammenwerfer. So. Jetzt muss ich den Punkt aber einnehmen. Es wird nämlich eng. Jetzt holen wir den Panzer mal da weg. Der kommt auch weg. Er hat mich getroffen, das gibt's doch nicht. Er hat mich echt betäubt. Das hätte es auch gewesen sein können. Nächster Freundchen. Der kommt weg. So, weiter. Flammenwerfer. So, jetzt müssen wir die Pack da hinten irgendwie ausknipsen. Ich versuche den Mörser näher ranzukriegen. Ein Maisfeld, oder was ist das hier? Ich glaube, das sind irgendwie so Trauben oder so. Gehen wir mal dahin. Scheiße, das gibt's doch nicht. Kommt damit noch einem? Das war's. Jo! Okay, dann kann er das lange nicht machen, so. Oh, steht denn da? Du Sack. Wir brauchen eine Büchse hier. Was passiert, wenn man nichts im Hinterland hat? Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Wir holen den Panzer 3E. Sobald es geht. Oder den Panzer 4. Machen wir das lieber. Kann mit seinem Scheiß ja gerne rumfahren, wie er will.
Den Flammenwerfer hat es auch erwischt. Und ich mache jetzt mal hier ein bisschen Sicht, ne? Und ich hoch jetzt eine Büchse rein. Das reicht nämlich jetzt. So, da ist er schön am Blobben. Machen wir erstmal den Panzer. Der rusht einfach nur rein. Das ist... Das sollte ich eigentlich locker bekämpfen können. Schießt er mit der E drauf. Ich find's toll. So, los geht's. Immer Aufklärer. Wir machen das gleiche jetzt mal. So, los geht's. Befehle? Okay. Jawohl. Wann geht's los? Und los. Da holen wir auch noch eine Panzerbüchse rein. Sei denn, jetzt ist es zu spät dafür, weißt du? Daneben. Ja. Ist das die Büchse? Nein, das sind nur die Gewehrschützen. Bereit. Was sollen wir tun? Kann ich da nicht in Deckung gehen? Das ist ja komisch. Machen wir mal die Infanterie da weg. Panzer 1 nur zur Distraction da. Weil wir können auch damit da hochfahren, aber... Das ist eigentlich gegen meinen Ehrenkodex. Der hat eigentlich auch noch eine Pack gehabt. Bleib mal hier hinter der Anhöhe. So, sind wir das mal alles ein und dann ist hier Ruhe. Ist ja peinlich, was ich hier mache. Der Mörser, hat er den platt gefahren eigentlich? Den hat er nicht. Da holen wir mal gerade Panzerbesatzung. Oder die Ersatzeinheit eben. Haben wir einen Marschbefehl? Ja. Da kommt er natürlich. Aha, egal. Wir fahren ja an der Küste lang. Einer raus. Jawohl. Sprengpaket raus. Los, viel Spaß. Ablenken. Was sollen wir tun? Ich werfe eine Handgranate. Oh, scheiße, das war zu kurz. Ach, das gibt's doch nicht.
Die ganze Kanone umgedreht. Schnell verstecken. Befehle? Wie lauten die Befehle? Wie lauten die Befehle? Jawohl. Das gibt's doch nicht. Da liegen die nur rum. Jawohl. Der Mörser muss jetzt hier hin. Jawohl. Jetzt wirf doch die scheiß Granate. Noch eine. Okay, der ist weg. Jetzt gehen wir schnell zur Kanone und zerstören die. Ich höre aber noch eine Kette. Vielleicht sieht er mich nicht. Bereit! Okay, wir zerstören die. Scheiß auf. Ja. Okay. Müssen wir eigentlich auch schaffen. Aufklärer, Granatwerfer. Was? Kahlgerät habe ich hier drin? Das gibt's ja nicht. Mich hat's erwischt. Also A, safe. Ich dachte, das Kahlgerät ist in einer anderen Gruppe drin. Da fehlt nicht viel. Das Ding ist halt für den Arsch. So, dann brauche ich jetzt mal Panzerbesatzung. Wann die denn? Reparieren wir den mal. Ne, Geduld ist eine Tugend, wie man so sagt. Aber jetzt weiß ich Bescheid, wie er spielt. Das sollte bei der nächsten Runde nicht so sein. Jetzt kommt er bestimmt bald wieder von hier oben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe die Büchse, glaube ich, noch, ne? Oder ist die down? Die ist down. Müssen wir jetzt mal ganz schnell aufheben, weil da kommt nämlich was. Steh auf, los! Wett, das funktioniert wieder nicht. Nee, das können wir vergessen. T-34. Hinlegen! Natürlich nichts drin. Wir müssen hoffen, dass er da ranfährt, weil er die Einheit nicht sieht. Ach, scheiße, ey, die... Gibt's doch nicht! Schafft's denn keiner, eine Granate auf den Panzer zu werfen? Meine Güte! Ich brauche einen Sanitäter! Auf den Turm bitte! Ja! Granate! Deckung! Das gibt's doch nicht! T-34. Brauche ich nicht damit hinfahren. Da ist eine 2 cm Flak. Zweimal 2 cm Flak. Okay, alles klar. Ich sehe schon. Lass sie nicht selbstständig werfen, ne? Blöden Säcke. Was soll denn die Befehle?
Befehle. Dann holen wir uns die mal. Er macht den Sturm hier. Wir holen uns erstmal den T-34. Er hat nämlich alles aufgeräumt da oben. Ich hole jetzt nochmal einen Sunny ran. Ich weiß zwar nicht, wie ich den holen soll. Ich habe auch keine Pack. Ich meine, eine 4,7 cm. Das wird knapp. Das ist echt ein scheiß Trupp hier. Panzer 4 F1. Der hat auch nur ein besseres MG, soweit ich weiß. Das ist schon nicht so geil. Überlegene Logistik. Okay, wann haben wir denn hier? Heat. Das könnte was werden. Müssen wir mal gucken. Muss auf jeden Fall mal da ran. Den kleinen Panzer können wir dann dafür gebrauchen. Das sehe ich nicht mehr. Das ist schlecht. Nicht mehr aufgeklärt. Okay, wir nehmen Großdeutschland. Da ist er. Und, geht's noch? Nein. Ist er nicht näher ran? Rücken wir aus. Okay, er hat eine Infanteriekanone. Ja. Jawohl, Männer. Da kommt noch ein Landschiff, ich raste aus. Nur Feuer erwidern. Also mit Kahlgerät gewinnen, das wäre mir aber zu peinlich. Das Ding zu verlieren wäre auch peinlich. Ich hole eine 4,7 Pack. Ich meine, eine andere Wahl habe ich ja gar nicht. Die und kann ich das damit abholen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ist aber auch ein Scheißeimer. Mein Gott. Ja, das ist wirklich ein Scheißeimer. Das Ding brauchst du gar nicht holen. Ist direkt geplatzt. So, jetzt müssen wir mit denen mal ran. Bin bereit. Geht's los. Laufen die Befehle. Rein da. Fahren mit dem nämlich jetzt mal dahin. Wir haben noch genug Zeit. Heat bleibt geladen. Er ist weggefahren. Ich lenke ihn mal ab mit dem LKW. Oder ist er? Ich glaube, ich habe ihn betäubt. Er weiß bestimmt jetzt nicht, wo er hinschießt. Was macht der LKW denn da? Er fährt die ganze Zeit rückwärts. Oh Gott. Oh geil. Oh geil. So viel dazu. Okay, Feuer frei. Das gibt's doch nicht. So, nochmal bitte. Du fährst jetzt nochmal rückwärts. Egal.
Hau weg die Scheiße! Ich bin sowas von eingerostet, das gibt's doch nicht. Noch ein MG. Ich brauche nochmal eine Panzerbesatzung für hier unten, weil wahrscheinlich ist der sowieso schon noch reparieren. Müssen wir jetzt mal ganz kurz hingehen. Den nehmen wir auch mit. Und jetzt versuchen wir mal die Kanone anzugreifen. Vielleicht schaffen wir es ja. Alter, also... Komm einfach durch, hör einen Mörser. Da. Die Kanone ist im Arsch. Scheiße, ne, wenn man alles nur platt fährt. Oh, was steht denn da? Die Kanone ist irgendwie Fritte. Boom. So, und jetzt? Gucken wir, ob wir es schaffen. Ach, das gibt's doch nicht. Hallo. Und weg. So, den stellen wir hier hin. Ins Gebüsch. Das muss auch noch weg. Komm, machen wir das mal. Ich habe ja keine Ahnung, was so passiert. Das ist schon fürchterlich. Also, ich nehme die Doktrin nicht mehr. Das ist ja echt für den Arsch. Das ist auch eigentlich weg. Wenn ich schieße, dann sieht er das und... Ich glaube, ich muss stehen bleiben. Aber schießen tut's gar nicht so weit. Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, da oben lebt dann auf jeden Fall nichts mehr. Ach nee, ich muss so machen. Genau, dann stellt sich das auf. So, Tor! Weil das ist sowieso alles tot. Eigentlich ist das dämlich. Wir können auch irgendwo anders hinschießen. Wir fahren jetzt mal noch ein bisschen. Wie gesagt, einmal schießen wird es wahrscheinlich nicht mehr. Dann holen wir jetzt die zwei, können wir, glaube ich, abschleppen. Nee, geht nicht. Ach, die, guck mal, die haben Kettenkratz dran. Dann kommt einer hier oben hin. Und zwar hier hin. So, dass er aus nächster Nähe schießt und der kommt, keine Ahnung, hier hin. Dann holen wir noch mal ein paar Sunnies, weil es so viel Spaß macht. Und ja, lieber nur Landwehrlappen. Bisschen was zum Blocken und was zum Reinheizen. Zum Nerven. Können wir auch hier in. Ich weiß nicht, fahren wir einfach. Dahin. Ganz Loch. Ja. Ja, Geduld ist eine Tugend. Man muss das langsam angehen, weil wir haben ja 500 Punkte mehr. Aber wir sind noch nicht mal an den Standard. An den Standardpunkten angekommen. Oh oh, das ist nicht gut. KV1, ich raste aus. Jo, direkt auf die Pack radiert. Das läuft. War ein guter Treffer. Ich schieß mal zurück. Ich weiß nicht, ob ich treffe, aber... Das ist natürlich bitter. Panzer meldet sich einsatzbereit. Das trifft sie jetzt natürlich richtig hier. Tut mir leid, aber ich wusste nicht, dass das in dem Doktrin drin ist, aber gute Nacht. Ach du Scheiße. Das ist so ein Scheiß-Doktrin. Ich hab halt nur den Mörser Karl drin, sonst nichts Brauchbares. Bist du gecrashed?
Ich glaube schon, ja. Mach mal nichts, wenn es nur gefreezt ist, fängt passt, er sich. Passt. Ja, so ein Scheiß da drehen bei mir hier. Aber das war jetzt praktisch. Also KV1, ich wusste jetzt nicht, wie ich den knacken soll. Fand ich auch, total scheiße. Rücken wir aus. Alter Schilder. Ja, mieses Ding. Dann machen wir jetzt mal kurz einen Prozess. Ich mach mal auf nur Feuer erwidern. Oder warte, wir können mit der Packung. Mit dem Ding mal hier. Oh, haha. Warte. Oh, der will noch was flankieren. Das habe ich total vergessen. Müssen wir den jetzt mal gerade holen. Bleib mal hier auf Granate werfen. Ach, das funktioniert nicht mit den Landlappen, ey. Ich bin Panzer 2, ich habe jetzt die Schnauze voll. Und dann radieren wir das Dorf da aus. Das gibt mir auch einen Sack. Ich hasse Dörfer. Aber es heißt Gottwalter Hell. Egal. Beim nächsten Mal mehr Mörser und mehr Panzerbüchsen. Müssen wir da unten mal ein bisschen aufklären. Ich glaube nicht, dass er nochmal schießen kann. So, wir haben jetzt normale Gewehrgruppen und bauen die jetzt erstmal hier auf, weil das ist ein bisschen zu doof. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was war das? 11, 12. So. Wenn die das jetzt nicht schaffen, ne? Gut. Dann hätte ich sie exekutiert. So, dann machen wir da jetzt mal gleich Ruhe im Puff. Boah, ich dachte gerade, ne? Broken Arrow! Broken Arrow! Feuer auf eine Position! Ach, guck mal hier! Ich glaube, ich schieße aber nicht nochmal, oder? Ach, egal. Weil es so lustig ist. Oh, oh. Broken Arrow! Ja, nur das Geschoss. Nein, die Stromleitung! Gibt's doch nicht. Ja. Betten, die lassen sich jetzt abknallen, wie das immer so ist. Ach, scheiße. Siehst du, ich hab gepennt. Hätte es aber auch nicht geschafft. Befehle? Gott, bin ich eingeschafft. Haben wir aber auch hier einen Mist in der Doktrin. Ja. Meine Güte. Ja, aber das... Doktrin ist der, Mittel ist aber halt, entweder muss man spät spielen, aber sonst hat man halt auch... Ich habe gar keine Artillerie vor allen Dingen. Doch, eine musst du haben. Ja, bei dem allerletzten Punkt. Die dauert noch 1 Minute 40. Also ich habe eine 10,5 Zentimeter. Also eine 105, also unter Pax habe ich die ganz am Schluss. Guck mal, der ist einfach durchgefahren. Oh, das ist jetzt natürlich schlecht. Jetzt ist so beinahe mein Ding da ausgeknipst. Der ist gerade gespawnt. Ich hätte mehr Packs. Hätte mehr Packs holen sollen. Was sollen wir tun?
Rücken wir aus. Hm. Befehle? So, dann geht's da rein, los? Da rein. Bereit. Jetzt langsam geht's aber. Das hätte ich am Anfang alles machen müssen, dann hätte ich mir darum keine Sorgen mehr machen müssen. Kommt. So, jetzt holen wir uns noch den dritten Punkt mit Reinkriechern. Tun wir nämlich hier hin. Die Pack kommt hier hin. Das kommt da hin. Da brauche ich nochmal ein bisschen eine MG-Einheit vielleicht. Für hier. Sollen wir jetzt das Ding hier macht? Weiß ich auch nicht. Wir holen mal den Aufklärer hier rein. Der kriegt ja bestimmt Angst jetzt gerade. Weil er denkt, es ist ein Bomber oder so. Ha, da kommt mal ein Bomber. Pass bloß auf. Ich sehe ihn schon. Doppeldecker. Pass auf, er ist eine Geheimwaffe. Der guckt dich zu Tode. So, jetzt machen wir das mal selber hier. Schnauze voll. Ich sehe, da links repariert er irgendwas. Der steht da nur. Flak. Sehr gut, Flak schießt. Fahren wir mal weiter. Da sind zwei Packs aufeinander. Die Flak steht da ganz gut. So, die sollen nur crouchen. Bereit. Wann geht's los? Geht's los? Jawohl. Jawohl. Geht's so, los? So. Nicht alle schießen. Wann geht's denn endlich los? Ja. So. Jawohl. Und ein paar Löcher haben wir nicht. So, machen wir nochmal die weg. Können auch nochmal warten, aber... Warum? Wenn wir schon hier sind. Obwohl... Ach, ich weiß ja nicht. Wie lauten die Befehle? Da müsste keiner sein. So, jetzt steigen wir da mal ein. Da haben wir T-34. Das ist eigentlich so jetzt der beste Panzer, den wir hier so haben können. Neben den KV-1 natürlich. War noch nicht ganz repariert. Oh, das war's. Ach, das gibt's doch nicht. Ist nur betäubt. Fährt er weiter? Er fährt weiter. Ah, schade. Ja, fahr weiter. Ja. Sehr gut. Oh nein, nicht gut. Gut, wir haben die Pack. Ist aber zu weit weg. Dann holen wir die jetzt mal nach vorne. Können auch einen Overkill machen. Machen wir auch. Einfach, weil wir es können. Das war nicht mein Reichweite. Wie war das mit Schrotflinte auf Spatzen schießen? Ja, Mann. Alter Verwalter. Das Ding stirbt aber auch bei einem Streifschuss, also. Jesus. Schießt auch, glaube ich, nur 160 oder so. Da kommt der nächste BT. Arschkrampe. Nur noch ein Panzer 4. Stellen wir oben hin. Panzer 4 ist aber krass. Aber KV-1, T-34, hast du eigentlich KV-1 oder T-34? Waren die in deiner Sonderdoktrin oder kannst du die so kaufen? Das ist alles Sonderdoktrin, tatsächlich. Ich habe nur bis T-28 und T-35. Der Rest sind alles nur Billo-Panzer. Ist ganz schrecklich.
Ja, musst du mehr mit Packs arbeiten wahrscheinlich. Aber ich leider dann als nächstes mal mit Russland. Tatsächlich ist es so, ich hasse es, es funktioniert so. Weißt du, es ist ja oftmals online, spielen die dann nur so mit Rush-Taktiken, indem die reinfahren mit ihren BT-7ern und so. Ist halt fürchterlich. Ja. Diese blöde Fahne da. Meine Güte. So. Geht ins Loch, stirbt. Sehr schön. Ja, gut, das ist ein bisschen alles so, ne? Sehr mühselig hier. Aber jetzt haben wir die Fahnen alle, jetzt sollte es gehen. Jetzt haben wir die Feuerüberlegenheit. Das Ding leer, ne? Wie viele Schuss haben wir geladen? Hä? Leichte Betongranate und... Warte mal. Jetzt lädt aber eine leichte, ne? Lädt vielleicht schneller nach. Können wir weiter nach vorne fahren? Oder wir fahren mal hier rein. Hier hin. Für den ist die IAO abgelaufen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ich muss eigentlich mal ein bisschen reparieren, ne? Ich stelle ihn jetzt mal hier hin. Die Pack stellen wir hier hin. Der steht eigentlich auch so, dass er eigentlich gut abgeknallt werden kann. Und dann holen wir den auch noch rein. Dann ist hier Ruhe. Das ist eine Materialschlacht hier. Stapelschlacht. Materialstapelung. Schrottplatz. So, wenn man alle Fahnen hat, ist es aber schnell vorbei. Ja, wir können ruhig beim nächsten Mal spät spielen, aber Mittel ist zu unbalanced, finde ich. Aber du kannst natürlich auch jetzt erstmal Deutsch früh spielen als nächstes und ich spiele die Russen. Der richte mal mich hier aus. Guck mal, jetzt hat er mich nämlich getroffen. Jo, das war's dafür. Immer noch die Kette kaputt. Kameraden, wir rücken auf. Oh, jetzt kann auch den nächsten knacken, daran habe ich gar nicht gedacht. Aha, jetzt macht er. Sehr schön. Oh, da kommt der Sturm. Müssen wir dann die Flagge haben. Ja. Jetzt aber. Hätte aber noch mehr. Ne, es geht nicht mehr. Ich will jetzt mal eigentlich... Panzer
Panzer einsatzbereit. Machen wir da hinten mal Ruhe. Oder das Dorf weg. Vielleicht ist das besser. Machen wir das Dorf weg. Wusch. Wumm. Guck mal, die Bäume. Ui. Da waren noch mehr Packs. Das heißt, die Frage, ob das die ist. Erstmal, das ist natürlich jetzt doof. Dann stellen wir mal da oben hin. Wo er sich hindreht, ist die Frage. Boah, das war knapp! Dass du dich so schnell ausrichtest und schießt, ey, das habe ich ja noch nie erlebt. Ah, wenn du die einmal, dass sie nicht mehr festgemacht ist, dann kannst du schneller drehen. Ja, ja, klar, aber dass sie dann noch schießt, das hätte ich nicht erwartet. Ganz schnell ausgerichtet. Ja, T-34, ne? Bester Panzer jetzt. Da kannst du nichts machen. Oh, siehste? Wieder gepennt. Und, Christen? Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, schade. Vielleicht nimmst du ihn jetzt ein. Mich hat's erwischt! Boah. Mein Gott, du machst auch knapp. Überall Rote am Durchdringen. Was sollen wir tun? Einer Munition für mich. Nein! Jonathan! Jawohl! Ich höre irgendwas rollen. Hier rollt alles. Nonstop. Die keine Dingens haben. Warum haben wir denn hier keine Einheit, die irgendwie nur Granaten an sich kann? Das kann ich nicht mehr reparieren. Für Einheit bei den. Pass auf, jetzt nehmen wir die Kirche mal ein. Bei der Infanterie. Ich bin so nicht agil gerade. Kriegst du den weg? Oh, das sieht nicht gut aus. Was sollen wir tun? Ja. Ah, Tani, hier rüber. Meine Güte. Ist gut, der ist tot. Ja, war ja nur die erste Runde. Sehr schön. Motorrad. Max-Motorräder, ne? Jetzt gibt's schon Teamkills mit der Flak. Das ist eigentlich keine Gefahr, es sei denn, er fällt wieder Sieg. Aber irgendwie mit so dem Mörser Karl draufschießen fühle ich mich nicht sehr siegreich. Aber
Ja. Zu Recht natürlich. Ja, das war die erste Runde. Das hat Spaß gemacht, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es war eine gute Aufwärmungsgefecht. Beim nächsten Mal zählt es jetzt, würde ich sagen. Aber so, das war gut. Nächste Runde geht's rund. So, ja, gut, dann bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde.